So, müssen wir schauen, wo wir jetzt gerade sind. Vielen Dank, dass du Steuer übernommen hast. Ach, alles gut. Ah ja, sind wir gleich da, passt ja. So, jetzt können wir gleich mal auf den Mast klettern. Mal gucken, ob jemand noch unterwegs ist. Es war so krass, ich war damals im Insider-Programm, habe ich gesehen, dass diese Dings gibt, diese Dark Relics. Ja. Und ich habe, glaube ich, nur ein oder zweimal im Insider-Programm gespielt. Aber gleich am ersten Tag, wo ich das gesehen habe, ich bin hingefahren zum Dark Relic mit diesem Reaper's Mark und sofort war entweder schon jemand anders dort oder es hat sich jemand auf den Weg gemacht und hat gekämpft. Da ist sich geprügelt worden um diese Dark Relics. Gut, jetzt hier im normalen Sea of Thieves sind es, glaube ich, erst schon 2 Wochen oder so, sind schon aktiviert. Hey Striker, wunderschönen guten Morgen, grüß dich. Bist fit? Aber man merkt schon, also hier ist jetzt nicht dauernd jemand unterwegs zu den Dark Relics, weil es wohl wahrscheinlich schon länger aktiviert ist. Ist auch immer so, also wir fahren jetzt gerade. Hä? Moment mal. Okay, normalerweise ist es in einem Wrack drin, diese Dark Relics. Aber hier ist auf dem Weg schon ein Wrack. Und wahrscheinlich ist weiter hinten bei dem Dark Relic Reaper's Mark noch ein Wrack. Ja doch, ich seh die Möwen. Krass. Voll der Wrack-Overload hier. War bestimmt irgend so eine fette Kampfzone. Und mehrere Schiffe gesunken. Das Naja, wäre auch ich habe mal geil, wenn gedacht, man wirklich, wenn da ein Schiff versunken wäre, dass man da ein Wrack findet. das wäre echt cool, aber das wäre auch kompliziert zu programmieren wahrscheinlich. Ja, genau. Und das ist halt wegen dem Balancing wahrscheinlich auch schwierig. Weil wenn halt einfach keine Schiffe sinken, dann entstehen einfach keine Wracks. Das ist halt scheiße. Dann demotivierend. Ja, es muss halt Standard-Wracks geben und dann halt welche, die dann dadurch kommen. Ja, genau. Stimmt. Und wir haben Glück, da wo wir hinfahren, da ist das Wrack, das Schiff, das ragt aus dem Meer raus. Ein ganz chilliges, ganz Müssen wir chilliges nicht so Wrack. tief rein? Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Okay, jetzt sehen Genau. wir jetzt das Segel im Weg, aber. Aber ansonsten ist ja keiner unterwegs zu uns. Das ist ziemlich geil. Nice. Meine Ruhe, das Zeug holen. Ja, es bringt ja schon echt viel. Also die Dublonen sind schon was wert. Jetzt ja, das heißt, du bist jetzt erst aufgestanden, Striker, oder wie? Was gibt's Neues in der schönen Welt von Sea of Thieves? Es gibt so viel Neues, Alter. So cool. Gibt ja schon länger dieses Seemannsgarn mit Ja, Shores dem, of Gold. genau, Shores of Gold, diesem Schleierbann und so. Gibt schon länger. Das muss ich immer noch abarbeiten. Da bin ich erst zur Hälfte fertig. Und was jetzt eben Neues gibt, ist eben einmal diese Dark Relics. Also diese verwunschenen Relikte, dunklen Relikte. Die sind ja geklaut worden vom Seelenorden und jetzt müssen wir es halt zurückholen für den Seelenorden. Und jedes Mal, wenn du das machst, dann bekommst du ziemlich viel Dublonen dafür. Und mit ziemlich viel meine ich halt im Aufwand sehr viele Dublonen dagegen gesetzt. Du kriegst für das erstmalige Finden von einem Dark Relic kriegst du 10 Dublonen. Und wenn es du eben abgibst, kriegst pro Dark Relic gibt es 5 Dublonen. Also das erste Mal schon mal 15 Dublonen bekommen dafür. Ziemlich geil. Und natürlich hast du noch Quests dazu, das heißt, du hast hier bei Seemannsgarn, nee, wo ist denn das? Du musst irgendwie so 10 Sachen abgeben, 10 Relics abgeben zum Beispiel, dann kriegst du wieder eine Errungenschaft und die Errungenschaft bringt dann auch mal irgendwie so 10 oder 20 Dublonen, je nachdem, was du dann eben machst. Wo steht denn das gleich wieder? Ja, ich such das gerade auch. Da war es sicher nicht. Nee, da war es sicher nicht. Das Seelenorden? Nee. Nur Fischzeug. Schiffsratten. Ach, das war bei Söldnerseefahrten, glaube ich. Ja.
Ah, okay. Genau, schließe die Seefahrt der Reliktjagd zu den Ancient Isles ab. Das gibt jetzt nur 5 Dublonen. Aber sowas hier, das ist zum Beispiel: Complete a Dark Relic Voyage from each of the main three regions. Also, das heißt, alle drei Regionen musst du abschließen mit diese Quest musst abschließen in allen drei Regionen. Bekommst du 50 Dublonen dafür. Das ist halt schon geil. Und ich habe schon 2 von 3. Das sind ja in Anführungszeichen nur 3 Quests. Ja, die haben wir ja schnell. Achso, mache ich so die Quest oder was? Genau, also du kannst die kaufen vom Duke, kannst die Ah. kaufen in der Taverne. Na gut, wie immer. Die Wie Söldner halt. jetzt? Söldnerseefahrten mit Pulverfass und Edelstein weg? Nee, die gibt's glaube ich auch immer noch, oder? Nee. Zweite Seite. Doch, da gibt's es. War Collection. Was Chests to Duke? Nee, dann gibt's den nicht mehr. Also ich habe hier diese Totenkopfflaggenfahrten abgeschlossen. Ich weiß ja genau, ob die noch offen sind. Wir sind schon da. Machen wir einen Anker bitte. Oder du bist du schon irgendwie draußen aus dem Menü? Ja, ich bin schon draußen. Ich habe gerade schon ein bisschen die Säge hochgemacht. Ah, okay, super. Klasse, danke. Komm, halt mich hier einfach mal. Ja, genau. So, mal anschauen, was ich hier so finde. Ja, genau. Das Wrack von Hellborn Mermaid. Kapitänskajüte ist glaube ich nicht erreichbar. Da ist zu viel Luft. Ah ja, da haben wir schon ein Dings. Einen roten Kristall. Nicht geil. Oh geil. Geht's hier raus? Da geht's raus. Ich glaube, da ist eine Kurz Heulkiste Luft holen, drin. dann riech ich tiefer. Kurz Luft holen, dann riech ich tiefer. Ja, genau. Ich glaube, das ist irgendwo eine Heulkiste. Ich habe irgendwas gehört. Hast du nicht gemacht, Striker? Na, scheiße. Das ist aber bei den Dark Relics jetzt auch so. Das ist nur zeitlich begrenzt. Also beeil dich. Gib mal Gas. Ohne Schnittertruhe. Ah ja, genau, das ist die. Das ist dieses Dark Relic. Schnittertruhe. Normaler Schädel ist hier. Ja, unten ist wirklich eine Heukiste. Ja, genau. Oh, ein Fisch. Oh, sie heult schon ordentlich. Wir schauen mal Unter Wasser runter. heulen. Ja, Muss genau genau. die hin. Geht alles. Sea of Thieves Logik. Das erinnert mich wieder an das Lied Haifisch von Rammstein. Haifisch. Kenne ich jetzt gar nicht Der, das ist, auswendig. das ist die, das ist die Erklärung, warum das Meer, also das, warum das salzig ist. Weil er weint, der Haifisch, oder wie? Der Haifisch, der weint Tränen, die laufen vom Gesicht. Der Haifisch lebt im Wasser, so sieht man, also sieht man die Tränen nicht. In Aha. der Tiefe ist es einsam, so manche Träne fließt. Und so kommt es, dass das Wasser in den Meeren salzig ist. Geil. Ja, ist auch Erklärung. Ich habe jetzt die Heultruhe dabei. Hier unten ist aber nur so eine Dreckstruhe, die lasse ich mal hier. Welcome back, James Blunt. Ja, diese ganzen kleinen Scheiß brauchen wir eigentlich gar nicht. Der ist schon unter unserem Niveau. Wir sind doch Legenden, da brauchen wir sowas nicht. So, auf So, diese den 50 Gold Fisch. kann man auch irgendwie dann scheißen. gefühlt. Also viel mehr ist es auf jeden Fall nicht. Nee. Die Schnittertruhe ist halt echt geil. So, dann fahren wir mal zum nächsten Außenposten. Oh, bin sofort da. Ancient Spire. Nach Nordwest. Das heißt, ich soll mich ranhängen an die Seite? Wegen der Heutruhe? Nö. Wenn sie heult, dann schaffen wir mal raus. Ja, geht schon. Ich tue mal einfach mal hier hin, hier oben, dann weiß ich Bescheid, da kann ich einfach schnell runter. Ja, genau. Ist ja nur an der Seite. Kann man eigentlich durch Gold oder Dublonen sein Schiff aufmotzen? Ja, also durch Gold sowieso.
Durch Dublonen. Ich muss gut überlegen. Du kannst mit Dublonen Gold kaufen und durch das Gold kannst du dann dein Schiff aufrüsten. Ich will auch meine Sachen, die du nur mit Dublonen holen kannst. Also, da gab es mal solche Segel oder sowas. Also, du kannst sie nicht verstärken, du kannst sie nur aussehen verändern, mehr nicht. Das ist halt kosmetische Natur. Genau, ist alles kosmetisch. Dadurch soll es sichergestellt sein, dass jeder dieselben Chancen hat, auch wenn er jetzt bloß seit einer Minute online ist und der andere schon seit 2 Stunden online. Das meine ich ja, Yannick, dann halt. Oder besser gesagt, seit 2 Jahren zum Beispiel spielt er Sea of Thieves. Jetzt geht's schon los. Ich gehe mal runter zum Schöpfen. Ich sag doch erstmal nichts, aber mal direkt. Okay, du kannst ja trotzdem jetzt mal mit der Holzkiste rausgehen. Auf die Leiter. Ich hänge ja einfach an der Seite schon. Ja, cool, super, danke dir. Dann kümmere ich mich ums Schiff. Ist ein Trick übrigens. Man muss hier. Da bist du genau. Man muss hier mit der Heulkiste einfach rausgehen auf die Leiter und dann heult sie ins Meer. Wie der Haifisch, der heult. Weil sonst ist das Schiff ziemlich schnell voll. Also vor allem bei der Schaluppe ist es halt echt krass schnell voll. Obwohl das eigentlich das Schiff ist, was am langsamsten voll geht von allen Schiffen. Echt? Ja, das schnellste ist der Zwei-Master. Ah, okay. Krass. Wusste ich gar nicht. Schaut immer so schlimm aus. Wahrscheinlich, weil man dann meistens alleine unterwegs ist mit der Schaluppe und dann ist es immer ziemlich aufwendig. Das Balance ist halt das Balancing von den alten Schiffen, so ein Ja, bisschen. genau. Ist auch ganz gut so, dass man dann mit dem Zwei-Master zum Beispiel auch die Schwierigkeit hat, dass man schnell auspumpen muss. Ja, Das war nix. schon die Servus, Frage. grüß dich. Wie geht's dir? Sorry. Ja, die Sloop ist halt das, was am längsten braucht, um voll zu werden. Ah, okay. Und Das die Galeone ist die auch schnell voll, oder wie? Mittel Ah, okay, wusste ich gar nicht. ist da dazwischen. Falsch, man kann auch bei Events mit Dublonen Skins kaufen. Genau, bei Events schon, ja. Aber ich glaube jetzt zur Zeit nicht, oder? Mit Dublonen. Ich höre, ich hatte die Kiste aufgehört. Ja, die hat aufgehört. Also ich höre nichts mehr. Die Sloop kannst du lange halten, weil die für das letzte zum Beispiel ewig läuft. Ja, genau, weil also wenn jetzt die Wasserlinie, wenn die Wasserlinie jetzt halt auf dem Mitteldeck ist, dann wird es halt schon kritisch, aber ich glaube, das dauert auch ziemlich lang, bis sie dann kippt. Ja, ich sage jetzt, hier kann man auch eh so schnell schöpfen auf der Mittelebene, weil das halt Ja, nicht stimmt. so und raus. Die Wege Das sind ist zu halt auch noch ein kurz. Vorteil. Ja. Nicht so wie bei der Galli. Da muss ich ja mal ganz nach unten. Ja, genau, stimmt. Du hast sehr lange Wege bis zum Ausschöpfen, bis du praktisch den Eimer leer machen kannst. Und meistens, wenn das zweite Deck verläuft, dann ist es schon vorbei, weil meistens oben mal so ein paar Löcher sind. Ja, genau. Was man meistens macht bei der Galli ist, dass man eben das Mitteldeck ruhig zerschießen lässt, zerbomben lässt, das ist egal. Da kommt normalerweise kein Wasser rein, weil die Galli halt so hoch ist und das Wasser kann nicht so hoch aufspritzen bis zum Mitteldeck. Die Gefahr ist halt dann bloß, wenn man wirklich unten einen Haufen Treffer bekommt auf der Unterseite vom Schiff, also im Unterdeck, dann läuft es halt bis zum Mitteldeck voll und wenn es bis zum Mitteldeck voll läuft, dann kommt das Wasser volle Kanne rein ins Schiff. Ja, so ist schon die eine oder andere Galeone bei uns gesunken. Weil da brauchst du drei am Schiff und einen, der repariert. Wenn du Ja, das genau. irgendwie noch schaffst, am Leben zu halten, wenn das nicht reicht. Oh ja, also wenn jemand an Bord kommt und dich boardet, keine Chance oft. Weil du brauchst Leute, die schöpfen und die schöpfen, die sind dann meistens abgelenkt und die werden dann gekillt. Ich erinnere mich noch an den einen Fall gewesen, wo wir irgendwie 50 Jahre von einer anderen Galli verfolgt wurden, wo wir eine Break hatten. Wir aber keine Chance hatten, weil wir keine Ressourcen hatten. Und irgendwann Ja. hingen wir irgendwo am Arsch der Welt fest. Also wir hingen an so einem Außenposten fest auf einmal. Und dachten wir so, okay, es ist vorbei mit uns, ne? So. Ich bin, meine Mates haben versucht zu kämpfen, so viel wie möglich bei denen zu machen. Ich habe gerade Lars? für uns gerade geschöpft. Rüber geschöpft. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwann waren meine Mates tot. Aha. Und die haben sich überschätzt, die Gegner. Und sind dann zu mir rübergegangen und wollten mich halt boarden, da weil ich ja am Schöpfen bin die ganze Zeit. Ich hab beide. Nein, ich hab's gedacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Genau, da war jetzt halt ein Dings drin. Fuck. Fast. Moment, Du ich geh musst erstmal reparieren, weil ich schöpfen. gerade an der Seite bin, ne? Im Fass, ja. Genau. Ja, ich Gehst geh reparieren.
genau das, da das ist jetzt ein exklusives Fastding gewesen. Genau da. Vorher war gar nichts. Null. Aber krieg ich schon hin, krieg ich schon hin. Okay, okay, ich hinterher, weil ich runtergefallen bin. Ja, schmeiß einmal die Kiste ins Wasser und komm zum Schöpfen. Ja, genau. Super. Nämlich auch noch dunkel, jetzt sieht man so schlecht, wo man raus muss zum Schöpfen und so. Zum Eimer ausleeren. Von das sind die größten Löcher. Ja, aber echt, das hat uns ordentlich erwischt. Aber die Supplies sind echt kurz davor erst aufgetaucht, weil es eben schon dunkel ist, sieht man das so schlecht. Da hast du ja keine Chance mehr. Ich hab bloß gedacht, nein, hoffentlich kein Cheesepulver, hoffentlich kein Cheesepulver. Und es regnet natürlich auch. Und es regnet auch noch, natürlich, war klar. Und der Mast ist nämlich auch gebrochen, das ist das Geilste überhaupt. Ja, nix. Pickelt sie von Lachen. Doch wenn du alle Reliktfahrten hast, kannst du 3 Sachen für die Klonen kaufen fürs Schiff. Natürlich auch geil. Dann hast du praktisch die Chance, dass du es kaufst. Weil du bist ja, wenn du auch, wie ist das? Wenn du Legende bist, darfst du glaube ich auch ein paar Sachen extra kaufen. Und das, glaube ich, geht auch nur mit Dublonen. Nein, Geld. Das kostet aber dann 600.000 oder 500.000 Gold. Ah, okay. Die sind richtig teuer da unten. Weiter ist das Steuerrad erwischt worden. Krass. Oh, das Steuerrad auch. Naja, 3 Speichen sind kaputt. Oh, ich kann noch einen operieren. Das ist nicht. Ja, genau. Das wäre cool. Wahrscheinlich ist, ist das Spill auch erwischt worden? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Nee, der sieht so ganz heil aus. Ja, der schaut gut aus. Auf jeden Fall. So, wir sollten weiter. Wir sind nämlich mit dem Sturm. Ja, geil. So, wo müssen wir denn hin? Hinter uns, vor uns? Ich sehe gerade gar nichts, Alter. Der ist hinter uns, der Außenposten. Ah, ja, genau. Außenposten. Stimmt. Da sieht man das Leuchten ein bisschen. Galli ist am schwersten. Dafür, wenn man eine Galli meistert, ist man King am Server. Achso, wir müssen erst einmal... Genau, die Kiste hast du. Okay, passt. Hab ich. Ich hab schon geholt. Kannst du mal kurz Segel setzen? Genau, es gibt ja nur 4 Gullies auf dem Server. Und wenn du eine davon bist, hast du auf jeden Fall einen mega Vorteil. Die greift normalerweise keiner an, außer jemand ist wirklich erfahren. Da ist schon wieder irgendwas im Wasser. Ich glaube, das ist dasselbe von vorher. Das ist irgendein Kelch oder so. Das ist irgendein goldener Schein. Oh. Ah, jetzt holt sie wieder. Ciao. Haben ein bisschen Wasser ist reingelaufen. Ja, es geht schon. Ah, jetzt muss er einmal die Insel umrunden. Ich hab's zu spät gesehen, dass der Steg hinten ist, auf der anderen Seite. Warte mal, ich höre Knarzen. Das Mitteldeck voll. Das Mitteldeck Scheiße. Voll. Ich hör's. Schnell. Scheiße, ich muss das Schiff kurz anhalten. Ui, da ist das Quietisch heute. So. Wieso läuft das voll? Ist das echter Regen jetzt? Vielleicht war es kein Bug, vielleicht wird jetzt weniger voll. Oder wir haben noch ein Loch oben drin, das haben wir vielleicht übersehen. Mitteldeck. Ich sehe aber keins. Ne, da ist keins. Ist da ein Blitz eingeschlagen in das Schiff? Das ist die Kiste, die holt uns das Schiff voll, obwohl du draußen bist. War das noch? Ist ein Bug. Ja, doch schon. Ich bin mir jetzt gerade. Ich bin jetzt. Ich war jetzt gerade nicht im Wasser gewesen. Ach so, weil jetzt geht's nämlich. Aber jetzt heult sie glaube ich immer noch, gell? Ja, sie heult noch. Ja, okay. Wird das wieder voll? Warte mal, ich schau mal kurz runter. Ich hab jetzt gerade die Segel nach oben gelegt. Licht? Nee, jetzt läuft nichts voll. Jetzt geht's. Okay. Gut. Nur ganz normaler Wasserstand. Wie viele Schiffe sind maximal am Server? Boah, also 4 Gullies. Ich glaube 4 von jedem, oder? Kann es sein? Ich also, weiß es nicht. Ich habe schon wieder die Schlange vergessen rauszunehmen. Schon wieder verkohlt. Scheiße.
einmal mit Profis. Ich bin jetzt so der Koch.